Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Willkommen zurück bei den Terranern im Jahre 2228. Die dritte Abstimmung ist vollzogen des Koordinierungsrates. Ihr findet die Detailauswertung wieder als Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch alles angucken. Wir gehen die Sachen gleich durch. Aber bevor wir zu diesen einzelnen Punkten kommen, über die wir entschieden haben, müssen wir oder möchte ich eine Sache vorweg schieben, nämlich ich hatte ja vor, in jedem Falle mit dem Reich von Kitur Kommunikation zu erhandeln, weil sie kennen ja hier ein oder zwei Völker schon, die wir nicht kennen. Und warum mache ich das? Weil ich glaube, dass das möglicherweise Auswirkungen hat auf andere Entscheidungen, wenn wir wissen, was da noch los ist. Das erscheint mir jetzt fast die wichtigste Sache zu sein. Deswegen beginnen wir mal damit und wollen jetzt Kommunikation einfach tauschen. Müssen vermutlich noch ein bisschen was dafür zahlen. Mit Reihen haben wir am meisten. Das ist das, wo wir wirklich richtig ordentliche Überschüsse haben. Deswegen kriegen Sie jetzt mal 3 monatliche Mineralien für diese Geschichte. Okay, dann bin ich jetzt sehr gespannt. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen laufen lassen, damit jetzt die Entscheidung kommt. Und tatsächlich, ja, okay, Kontakt ist hergestellt. Einmal zum Weltenbaum. Gibt es die Baul etwa doch noch? Interessant. Ein Schwarmbewusstsein. Ist das möglicherweise ein Ableger der Baul, die sich irgendwo anders hin gerettet haben? Wir sind der Weltenbaum und sprechen mit einer Stimme. Das Schwarmbewusstsein hat von eurer Gegenwart Kenntnis genommen. Fürs Erste werden wir euch nur beobachten. Unser zukünftiges Handeln wird davon abhängen, ob ihr für uns eine Bedrohung, eine Expansionsmöglichkeit oder eine unvorhergesehene Variable darstellt. Okay. So, was wissen wir über sie? Warte mal. Und unsere Bürger grüßen euch mit Frieden. Genau, wir müssen nachher nochmal mit ihnen näher in Kontakt treten. Wo sind sie? Ach, hier ist noch eine andere Fraktion. Also hier ist der Weltenbaum und hier sind die wilden Stämme der Orks. Alles klar. Okay, da haben wir jetzt den Kontakt. Aha, ein Banditenkönigreich. Ich komme mit Grüßen von Obermotz Durgadol, dem unumstrittenen Herrscher der wilden Stämme der Orks. Respektiert unsere Grenzen und haltet euch aus unseren Angelegenheiten raus. Dann werden unsere mächtigen Flotten vielleicht von einem Besuch eurer Welten absehen. Sie sind fanatisch, militaristisch und xenophob. Na, großartig. Die nächste tendenziell eher feindlich eingestellte Fraktion ist dort, aber Gott sei Dank ziemlich weit weg von uns. Ja, mögen euch die Geister zu euren Zielen geleiten. Schöne Antwort darauf. Okay, so, warte mal. Jetzt gibt es aber noch mehr. So, das ist jetzt mal bestätigt worden. Wir haben natürlich, wir haben noch eine archäologische Stätte entdeckt, aber die ist vermutlich hier in diesem neuen Gebiet. Ja, genau, beim Weltenbauen. Das interessiert uns nicht. So, jetzt gucken wir uns erstmal die Sachen genauer an, bevor wir weitermachen. Also ich sage jetzt schon mal, die Folge wird eher mit Verwaltung und neuen Erkenntnissen und so weiter zu tun haben, als dass wir hier groß vorankommen. Aber das ist nach so einer großen Abstimmung, wahrscheinlich ganz normal. Also gucken wir uns erstmal den Weltenbaum an. Und die Spezies heißt Wurzelstamm. Einst vor vielen Jahrtausenden. Ach, schaut mal, hier gibt es wieder Formatierungsprobleme. Das ist wahrscheinlich, wenn man Enter drückt, kommt das hier nicht so gut an. Dann wisst ihr was, wir machen mal Folgendes, weil das jetzt nicht komplett da ist. Tun wir mal so, als ob wir von dem noch nicht so viel wissen. Ich schau mal in die Textdatei und besorge zum nächsten Mal die ausführlichen Informationen. Wir gucken uns erstmal grundsätzlich an, wie die jetzt diplomatisch drauf sind. Also, hier ist erstmal eine sehr neutrale Meinung uns gegenüber. Nichts Positives, nichts Negatives. Sie haben 5 Kolonien und 68 Reichsbevölkerung schon. Technologisch ebenbürtig, der Rest überlegen. Ja, wie stehen sie diplomatisch da? Sie sind Rivale und rivalisieren die wilden Stämme. Sie haben ein weiteres unidentifiziertes Reich. Nicht angriffsversprechend mit denen. Okay, das ist ja interessant. Sie haben die Grenzen geschlossen für die Stämme, die Kitur, das Syndikat und das Korall. Vermutlich mit allen, denen sie kennen. Und sie haben Kriegsgründe. So weit, so gut. Wisst ihr was? Wir wollen eigentlich noch rausbekommen,
was das ist. Also wir wollen jetzt hier das Maximum an Kommunikation erreichen. Ich würde sagen, wir machen jetzt gleich nochmal so einen ähnlichen Handel. Minus 1, das ist nicht viel. Auch da können wir nochmal Mineralien raushauen. Einmal müsste reichen. Nein, zwei wollen sie dafür haben. Na gut, 70% nur Handelsbereitschaft, deswegen ist das relativ teuer. Werden wir auch das bestätigen und warten wir auch das nochmal ab. Okay, alles klar. Zum Weltenbaum erstmal so viel. Die wilden Stämme der Orks. Gucken wir uns die an. Also, wir haben hier Obermotz Durgadol von den Orks. Plündern, rauben, brandschatzen. Sind wir Piraten? Morden, schnetzeln, metzeln. Sind wir Barbaren? Grün, rot und manchmal blau. Sind wir Farben? Klauen, stehlen, stibitzen. Sind wir Raben? Schreien, kreischen, jaulen. Sind wir Blagen? Pest, Cholera, Malaria. Sind wir Plagen? Beschwipst, betrunken, besoffen? Sind wir deshalb weltoffen? Nein, denn wir sind die Orks. Orks, Orks. Beliebter Trinkspruch auf Kanaptoch bei Exekutionsfeiern. Sehr schön. Okay. Gut, hier haben wir die Hauptwelt. Kanaptor, eine Savannenwelt. Gucken wir uns nochmal. Also sind... Ach, warte mal, wir gucken uns das mal bei Spezies an. Das ist vielleicht interessanter. Also wir haben die Orks hier. Sie sind... Also, sie haben Savannenanpassung. Bewohnbarkeit. Sie sind stark. Armeeschaden und Grundproduktion gut. Sie sind nomadisch. Emigrieren gerne. Sie sind robust. Verteidigungsarmee. Und sie sind streitsüchtig, das heißt Einigkeit ist eher gering, aber sie sind schon recht zahlreich mit 52 Bewohnern, aber Wurzelstamm ist noch zahlreich mit 68, erstaunlich. Okay, ja, interessant. Gut, das sind also die Orks. Was ist mit denen diplomatisch los? Gucken wir uns das an. Die haben auch ein unidentifiziertes Reich rivalisiert. Weltenbaum und Jorin. Und werden von allen möglichen rivalisiert. Sie haben ein Nicht-Angriffsversprechen mit dem Mandat von Korall. Aha, okay, mit denen verstehen sie also gut. Da treffen sich ja mehrere. So, Grenzen geschlossen gegen viele. Waffenstillstand mit dem Korallmandat. Das heißt, sie waren mit im Krieg dort? Nee, das muss einen anderen Hintergrund haben, oder? Gibt ja ein Nicht-Angriffsversprechen. Weiß ich nicht genau. Und Kriegsgründe diverse. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir gucken nochmal, ob wir mit denen jetzt diese andere Kommunikation raushandeln. Ach, das hatten wir schon gemacht, ne? Ich muss bloß laufen lassen, dann kriegen wir das auch noch raus. Okay, damit ist der nächste Kontakt hergestellt. Und was sehe ich hier? Die Forschungsbäume. Was? Nochmal Bäume? Möglicherweise, das ist aber kein Schwarmbewusstsein. Aber auch möglicherweise Ableger der Baol. Ach Mensch, hätten wir das vorher gewusst, dann hätten wir dem letzten Baul vielleicht eine andere Nachricht übermitteln können. Von wegen, es gibt noch Bäume, die haben sich bloß unterschiedlich entwickelt. Die einen sind auch wieder ein Schwarmbewusstsein geworden und es gibt aber offenbar individualistische Bäume mit einem rationalen Konsens als Regierungsform und Föderationsgründer. Oh, endlich mal friedliche Leute hier. Die Forschungsbäume grüßen euch. Oberbaum Rovan Light ist zwar unser erwählter Repräsentant, aber in Wirklichkeit haben all unsere Bürger Anteil an unserer Regierung. Wir streben danach, uns selbst durch technologische Mittel zu verbessern. Ein Wunsch, von dem wir hoffen, dass ihr ihn mit uns teilt. Okay, unsere Bürger grüßen euch in Frieden. Ja, sehr schön. Gut, wo sind die? Hier sind die. Ah. Okay, auch die gucken wir uns näher an. Also, Forschungsbäume. Auch hier haben wir noch nicht die gesamte Information. Gut, auch das, die Information besorgen wir uns. Gucken wir uns die diplomatische Situation an oder erstmal hier. Ach, wisst ihr was? Na, bleiben wir mal hier. Das habe ich mir bei den Orks gar nicht angeguckt. Also, erleuchtete Pazifisten plus 10, beiderseitige Rivalen plus 15. Mit denen haben wir also schon tendenziell gute Beziehung, aber sie sind fanatische Materialisten. Das ist so ein bisschen so ein kleiner Wermutstropfen, minus 20, aber ansonsten sind sie pazifistisch. Das ist zumindest erfreulich. Sie sind nur wirtschaftlich überlegen, nicht bei der Flottenstärke. Klar, weil sie Pazifisten sind. Okay, gut, hier gibt es auf jeden Fall nichts, was unbekannt ist. Rivalisiert ebenfalls die Orks, Korals und so weiter. Nicht Angstversprechen mit dem Weltenbaum. Grenzen geschlossen mit den Koralls, mit dem Jorin und den Orks. Gut, okay.
Gut, jetzt gucke ich nochmal, waren das die auch, die die Orks kennen? Ja, damit gibt es jetzt keine unbekannte Fraktion mehr, die wir jetzt, irgendwie erfragen können. Hier nochmal kurz die Meinung. Minus 10 einfach nur durch Xenophobie im Moment. Okay, alles klar. Gut, das ist ja wirklich eine interessante Entwicklung jetzt. Zweimal Bäume. Oh Mann, was das bedeutet. Gut, Leute, das vorweg. Jetzt kommen die Ergebnisse der Abstimmung. Okay, wir gehen mal die einzelnen Sachen durch. Die Dinge, die wir sofort machen können, setze ich sofort um. Die anderen kommen auf unsere Abarbeitungsliste, sagen wir so. Wo wollen wir das Artefakt einsetzen? Waren 66%, zwei Drittel dafür, das in Grunur zu machen, nicht in Alpha Centauri. Ich denke, das hat auch jetzt absolute Priorität, weil ja wir das sowieso nur alle 10 Jahre einsetzen können. Deswegen sollten wir dann auch alle 10 Jahre hier kolonisieren und der Aktivierungseffekt soll nicht umsonst gewesen sein. Dazu brauchen wir aber jetzt 200 Legierungen. Ich würde mal sagen, das ist das Nächste, was wir machen mit den Legierungen. Also, wir schicken jemanden in die tote Welt. Erstkolonisten, die dann eine harte Zeit erleben werden. So, dann sollen alle mit dem Artefakt umgewandelten Planeten den Namenszusatz Baul bekommen. Auch 2/3, ja. Machen wir, merken wir uns. Nächster Punkt. Sollen die ersten Siedler auf unbewohnbaren Welten Entschädigung bekommen? Hier waren 60% dafür, das nicht zu machen. Argumentation war, dass die sowieso eine unfassbar harte Zeit haben, dass es möglicherweise zu Aufständen kommt und es ist teuer, teuer wird. Also nein. Wo liegt die Priorität der Ausbreitung? Das sehr eindeutig. 81% dafür, in den Süden weiterzugehen. Insofern würde ich mal sagen, ist das erstmal hier unser Endpunkt der Ausbreitung, bis wir mehr wissen oder bis sich hier was anderes ergibt. Und hier gehen wir in den Süden, auf jeden Fall bis Nifra und dann müssen wir mal gucken. So, dann haben wir, wollen wir Einwanderung zulassen und fördern, Migrationsabkommen? Da haben, das ist ja eine interessante Frage, war durchaus in den Kommentaren umstritten, aber 71% haben Ja gesagt. Und da gucken wir mal, ob wir das gleich umsetzen können mit den Kitur. Und wir sehen, Migrationsabkommen ist selbst mit denen nicht möglich, weil sie hegemonische Imperialisten sind. Machen sie das nicht. Mit den anderen ist das sowieso nicht möglich, meines Erachtens. Mit den Korall ja eh nicht. Ja, brauchen wir gar nicht gucken, weil wir rivalisiert haben. Mit den Jurinen dürfte es auch nicht möglich sein, wegen Unfreundlichhaltung. Interessant ist mit den Forschungsbäumen, ob das da geht. Nein, minus 46. Da ist die Entfernung und die Basis. Aber wenn sich die Meinung verbessert, vielleicht mal irgendwann. Ja, und das ist sowieso zu weit weg, da wird nichts passieren. Also insofern ist das erstmal nur eine... Achso, Gestaltbewusstsein, da geht das eh nicht. Gott sei Dank, muss man ja sagen. Ja, insofern ist das eh jetzt erstmal eine theoretische Entscheidung. Im Moment ist Migration, zumindest mit den Reichen hier, gar nicht möglich. Können wir uns aber merken. Wollen wir Ressourcen mit den Kitur handeln? Da haben 92% Ja gesagt. Ich habe da schon mal geguckt. Ich hatte ein bisschen besseren Kurs in Erinnerung. Kann sein, dass ich da was Falsches gemacht habe. Oder irgendwie falsch geguckt habt. Also im Moment liegt der Kurs, wenn wir Legierungen handeln wollen, gegenüber Mineralien etwa bei 1 zu 4,2 oder so. Ja, das kommt deshalb, weil die hier 80% haben. Aber ich glaube, die haben 95%. Das heißt, wenn wir der Legierung handeln wollen gegenüber Mineralien, was immer noch teuer wird, haben wir hier noch ein bisschen besseres Verhältnis. Und ich denke, das machen wir aber jetzt schon mal. Beginnen wir mal hier einfach mit so einem kleinen Deal. Also wir geben Mineralien und wollen von denen Legierung. Das heißt, sagen wir mal so, wir werden jetzt nicht mehr, ich will es jetzt nicht übertreiben, weil das kostet doch relativ viel. Mal so 4 kostet wie viel? Also 15 oder so? 14. 14 Mineralien für 4 Legionen. Ich würde sagen, das machen wir erstmal. Mineralien stehen wir wirklich ganz gut da. Müssen wir sehen. Also 95% ist schon okay. Und außerdem stärken wir dann vielleicht schon mal die Verbindung, wobei das nur rollenspielerisch ist. Okay, das hauen wir raus. Insofern, Handel ja, aber erstmal nicht mit den Kultur, weil das Geschäft ist schlechter. So, jetzt eine ganz spannende Frage. Wollen wir die Kinder von Ildar ebenfalls rivalisieren? Und das war unfassbar knapp, was ihr dort entschieden habt. Nämlich mit 16 oder 17 Stimmen bei 825 abgegebenen Stimmen. Knapper Vorsprung, 51% auf Ja.
Und das ist schon eine bedeutsame Entscheidung, die wir treffen werden. Und die werden wir aber treffen. Beschluss ist Beschluss. Rivalität wird erklärt. Bringt uns nochmal 0,5 Einfluss mehr. Was ja nicht schlecht ist. Bestätigen wir. Und bringt uns diplomatisch vor allem nur mit den Kitur jetzt eine Verbesserung. Da haben wir jetzt 91. Oh yeah. Und das bedeutet, wir haben hier eine neue diplomatische Möglichkeit, ein Nicht-Angriffsversprechen zu schließen. Ich würde sagen, nach allem, was ich vom Rat mitbekommen habe, entspricht das dem Wunsch der Mehrheit. Das war ja durchaus auch, glaube ich, das Ansinnen, hier diese Rivalität zu erklären. Insofern machen wir das jetzt. Ich würde sagen, das machen wir. Kostet uns allerdings natürlich auch wieder Einfluss, aber ich denke, es ist bisher unsere einzige Grenze und gibt eine gewisse Sicherheit, erhöht auch das Vertrauen, das stärkt dann wieder die Beziehung. Also ich würde mal sagen, das bestätigen wir. So, ich gucke mal ganz kurz, wie es eigentlich mit den Forschungsbäumen in dieser Hinsicht aussieht. Nicht-Angriffsversprechen ist hier noch nicht möglich. Anzahl an Forschenden, Nicht-Angriffsversprechen minus 30, was soll das eigentlich heißen? Na gut. Okay, das müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Hat sich hier oben zu den Jurinen, hat sich, glaube ich, dadurch nichts verändert? Nein. Aber immerhin eine diplomatische Veränderung der Situation. Wollen wir jetzt die Grenzen zu allen Reichen sperren, die das mit uns auch machen? Da stehen wir bei 79% oder 80% ja. Und das gucken wir uns diplomatisch kurz mal an. Es ist so, dass man mit Rivalen sowieso gesperrte Grenzen hat. Zusätzlich, also mit den Korallen haben wir gesperrte und mit den Ildar, zusätzlich haben wir noch die Jurinen, mit denen wir eigentlich eine gute, naja, plus 15 haben. Aber sie haben die Grenzen geschlossen. Insofern nehme ich jetzt den Ratsentschluss ernst und werde auch die Grenzen schließen. So, zack, wird gemacht. Das finden sie natürlich nicht so lustig. Jetzt sind wir von plus 15 auf minus 5. Ja gut, was jetzt auch nicht so gravierend ist. Okay, weiter geht's. Punkt 9. Wollen wir das Planetenwachstum fördern? Also wo wollen wir es fördern? Terra Nova oder Terra Lux? Da waren 56% auch relativ knapp für Terra Nova. Machen wir, hauen wir raus. Planetenwachstum, sehr schön. So, damit sind wir hier beim schönen Wachstum von plus 4,95. In dem Zusammenhang habe ich noch einen Hinweis bekommen, den ich auch gleich umsetzen will. Und zwar, das habe ich tatsächlich übersehen, es gibt ja diese neue Möglichkeit der Koloniebestimmung. Und ich hatte das irgendwie so abgespeichert, dass das nur sinnvoll ist, wenn man irgendwas automatisieren lässt. Aber das gibt, auch wenn man es nicht automatisieren lässt, Boni. Das kann man sich später dann auch überlegen, in welche Richtung man sich spezialisieren will. Das ist sehr cool eigentlich, weil es hier wirklich unterschiedliche Formen von Welten gibt. Aber im Moment ist Kolonie mit Sicherheit das Interessanteste. Wachstumsgeschwindigkeit plus 20% und Zufriedenheit plus 10%. Das würde ich sagen, machen wir bei unseren beiden neuen Kolonien. Und das gibt denen dann nochmal einen ordentlichen Wachstumsschub und Zufriedenheitsschub. Das ist ein sehr guter Hinweis gewesen. So, wollen wir eine Forschungsexpedition zur Kontaktaufnahme mit fremden Spezies starten? Da habt ihr zu 83% gesagt, ja, unbedingt. Okay. So, das müssen wir jetzt ein bisschen überlegen, wie wir das machen. Also, ursprünglich hatten wir gesagt, wir wollen hier durchs Reich von Kitur fliegen. Der Punkt ist jetzt, wir bräuchten, also, wir haben jetzt 4 Forschungsschiffe. Das eine ist im Norden. Das brauchen wir hier. Dann haben wir hier die Sejourne, die ist hier eingesperrt. Das ist wirklich, da weiß ich auch noch nicht, wie wir damit umgehen. Moeketsi Kumalo hat hier ein echtes Problem. Der kann hier noch ein bisschen was erforschen, aber dann ist er dort gestrandet. Pech. So, dann haben wir hier die Sagan, die kann hier aber erstmal weitermachen. Und wir haben hier 2. Also in dem Gebiet haben wir 2. So, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Also hier kommen wir nicht durch. Aber theoretisch ist es auch denkbar, hier im Süden weiter zu fliegen, um zu gucken, ob wir hier noch Leute treffen. Ich meinte hier, ja gut, das könnte auch hier enden, ne? Es ist ein bisschen doofe Situation, ehrlich gesagt. Es könnte hier enden, dann haben wir jemanden umsonst hier hingeschickt. Hier gibt es ja auch nur einen Weg. Und der, ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Nehmen wir mal an, der führt hier hin. Ob es dann noch einen Weg hier raus gibt? Na, ist schwer, aber stopp, wir können natürlich auch durch das Gebiet fliegen. Insofern, weil die haben ja nichts gesperrt, insofern ist es doch der sicherste Weg, dort durchzufliegen.
Insofern werden wir noch ein zweites Forschungsschiff in Auftrag geben. Das kostet alles wieder 100 Legierungen. Müssen wir erstmal zurückstellen. Behalten wir aber im Hinterkopf. So, wollen wir den Norden erstmal grob erkunden oder weiter intensiv forschen? Da habt ihr sehr knapp gesagt, weiter intensiv forschen mit 54-55%. Also machen wir hier weiter, ändern wir nichts. Wollen wir Mäzen der Künstler werden? 68% haben gesagt, ja, erstaunlich. Dann hauen wir das raus, hauen wir die 1000 raus und werden Mäzen. So, zack. 10-Jahres-Programm, 1000 Energie-Credits, monatlich Einigkeit plus 10%. Okay, und die Meinung steigt schon mal. Das ergibt uns später dann, wenn wir einen bestimmten Wert kommen, neue Möglichkeiten. So, dann wollen wir 50 Artefakte investieren, um mehr Geheimnisse der Baol zu erfahren. Und da haben 85% gesagt, ja. Dann machen wir auch das, gehen wir zu den Relikten, Geheimnisse der Baol, hauen wir raus, 50. So, jetzt haben wir noch 26, haben ein neues Situationsprotokoll und müssen hier allerdings eine neue Forschung raushauen. Das stoppt dann wieder unsere Forschung. Aber Leute, ja, es dauert lange, aber ich finde, jetzt haben wir das freigeschaltet. Ihr wartet auch dafür für die Alienbox, dazu kommen wir gleich. Jetzt starten wir auch in diese Forschung und machen das einfach. Okay. Wollen wir die Alienbox öffnen? Das war die nächste Frage. Und da habt ihr gesagt, ja, zu 93%. Also hauen wir das auch raus. Es ist allerdings noch ein bisschen anders, als ich das erzählt habe mit der Forschung und was aufgespart oder wird oder nicht. Im Prinzip wird das, was man basismäßig bekommen würde an Forschung, wenn ich es richtig verstanden habe, das wird aufgespart. Aber was man über die Modifikatoren bekommt, darüber hinaus, das nicht. Es ist alles ein bisschen kompliziert und unklar. Ich glaube, da unterschiedliche Erklärung dafür. Kann auch sein, dass es nicht hundertprozentig bugfrei ist. Also, naja, wir machen es jetzt einfach. Es ist nicht hundertprozentig richtig, so wie ich es gesagt habe. So, und dann zu den Prioritäten. Was ist für euch wichtig? Ganz oben mit großem Abstand war Ausbereitung. Also insofern, ja, das wird dann das, da werden wir dann hauptsächlich unsere Legierung einsetzen. Punkt 2 war Forschung, noch deutlich vor. Drittens Legierungsproduktion und dann viertens Flotte auf Limit ausbauen. Insofern haben wir jetzt erstmal eine klare Linie, liebe Leute. Und wie erwähnt, haben wir jetzt erstmal viel Administratives zu tun gehabt. Aber ich denke, wir können dann erstmal noch ein bisschen weitermachen. Und wo ist das Konstruktionsschiff? Das ist da oben. Ach so, das kann ja auch noch hier bauen. Energie kann es besorgen, ja. Dann mach mal los. Okay, gut. Was passiert jetzt? Diese Geschichte, Handelsangebot ist angenommen worden. Sehr schön. Was haben wir hier? Nicht-Angstversprechen ist akzeptiert worden vom Reich von Kitur. Auch gut. Okay, alle haben irgendwas zu tun. Das nächste... Ah, wir haben da oben ein System erkundet. Ach nee, eine Anomalie haben wir. Andreas Wagner ist dort. Unsere Messgeräte zeigen, dass von diesem Mond einige ungewöhnliche Energiewerte ausgehen. Vielleicht ist es ja nur ein Fehler im Quantenresonanzscanner des Forschungsschiffs gewesen, aber eventuell steckt auch mehr dahinter. Ja, ungewöhnliche Energiemesswerte einfach, werden wir auf jeden Fall erforschen. Okay. So, wir können hier noch Upgrades machen und so weiter, aber das spare ich jetzt erstmal die Legierungen für etwas anderes. So, was haben wir hier? Ganz viele neue Dinge. Ein Handelsangebot. Von den Forschungsbäumen. Oberbaum Rohan Light bietet den Terranern dieses Geschenk an, aus freien Stücken und im Sinne unserer fortwährenden Freundschaft. 120 Credits und 1050 Mineralien? Wow. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Zustimmen. Können wir mit denen noch mehr machen? Die sind ja wirklich sehr, sehr freundlich zu uns. Wir könnten auch mit ihnen ein Nicht-Angriffsversprechen schließen, weil sie empfänglich uns gegenüber sind. Sie sind an engeren Beziehungen interessiert. Ich würde sagen, ich werde jetzt keine weiteren Pakte schließen, aber Nicht-Angriffsversprechen, ich bin mir ziemlich sicher, das ist im Sinne des Rates, erhöht das Vertrauen. Deswegen sollte man das jetzt nicht zu lange verzögern. Ich glaube, da sind wir uns einig. Kostet natürlich auch wieder 0,25, aber wir bekommen ja auch mehr durch die Rivalisierung. Ich denke, das ist, glaube ich, in eurem Sinne. So, Cordelia Wade ist auf Stufe 5 gekommen. Okay. Und was haben wir noch? Da haben wir ein System erkundet. Haben wir hier... Oh, die Sagan hat nichts zu tun. Dann ist eigentlich nur noch das. Und dann werdet ihr hier weiterfliegen. Okay. Und...
Dann haben wir eine archäologische Stätte entdeckt. Wo das denn bitte? Ah, da oben. Tatsächlich. Das ist schön. Das wird irgendwann hoffentlich zu unserem Reich gehören. Und da haben wir dann also tatsächlich nochmal eine Möglichkeit, Archäologie zu betreiben. Das ist sehr erfreulich. Gut. So, was passiert hier so viel? Nicht Angriffsversprechen ist akzeptiert worden. Hervorragend. Ich meine, wir sind mit 5700 fast schon auf dem Weg, naja, so ein bisschen hin, die 20.000 zu haben, um... Wo war das nochmal? Um das Ding hier umzuwandeln. Genau. Um die Ökumenopolis wieder aufzubauen. So, das Boerwei-System ist erkundet worden dort. Und ein Streifschuss ist entdeckt worden beim Anflug. Das war hier, glaube ich, Wagner, ne? Beim Anflug auf Zeldra 8a hat die ISS Tradewind urplötzlich einen Streifschuss durch mehrere vorbeifliegende Massebeschleunigergeschosse erlitten. Die Projektile waren Milliarden Jahre alt und ihrer Flugbahn nachzuschließen, scheint es sich um Fehlschüsse aus einer benachbarten Galaxie zu handeln. Nachdem sie ihr beabsichtigtes Ziel verfehlt hatten, setzten sie ihre Flugbahn unzählige Jahrtausende fort, bis heute. Trotz ihres unfassbaren Alters sind die geborgenen Geschosse äußerst fortschrittlich. 150 Ingenieurforschung haben wir dadurch erhalten. Gut. So, die Tradewind hat jetzt nichts zu tun. Die setzen wir jetzt auf diese Anomalie an, die bisher zu schwer für uns war. Ich denke, jetzt können wir das mal wagen. Da geht es hier darum, dass der Asteroid regelmäßig eine alarmierend vielseitige Mischung aus Partikeln und Strahlung in den Weltraum speit. Strahlender Asteroid. Okay, liebe Leute. Dann machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal eine Pause. Was für Entwicklung? Wie spannend ist das denn, Leute? Mal sehen, wie sich das... wie sich das hier alles zusammenführt. Okay, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.